Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odiner Schuppen. Ich habe hier auch noch was Großes. Das steht jetzt da. Das ist ein Lüfter, wo man unter Wasser drin machen kann. Auch mit Pollenfilter und Wärmen tut da auch, wenn man wärmen will. Den werde ich jetzt nicht auspacken. Den sage ich euch nur, dass ich den geholt habe. Den Link mache ich euch dazu in die Videobeschreibung. Den werde ich separat unboxen und Hardware-Video machen und später, wenn ich den jetzt getestet habe, einen Hardware-Check machen. Weil ich denke mal, das wird vielleicht einige interessieren, weil billiger als eine Klimaanlage und mit dem Wasser, was da so funktionieren soll, das werdet ihr dann alle im Video sehen, soll wohl toll sein. Egal. So, ich habe aber hier auch nochmal einen Stapel, wobei nicht alles für mich ist. Also einmal hier. Das ist so eine iPod-Halterung. Die habe ich für einen Kollegen mitbestellt. Da kann ich euch auch ja nicht sagen, wie teuer das war. Das habe ich nicht geguckt. Er wollte nur. Und er hebt mir dann das Geld, wenn er das jetzt abholt. Das ist halt hier so gummimäßig. Wartet mal, ich mache das einfach mal auf. Kriegt er bestimmt dann wieder zusammengefriemelt. Ich garantiert nicht. So. Das ist halt so ein Gummiband. Kann man auch ein bisschen ziehen. Und das hat dann hier oben so eine Öffnung. Und hier, und da kann man die iPods drin machen. Und dann kann man sich die dann so. Und dann hat man die hier drin. Und wenn die dann runterfallen, fällt der nicht auf den Fußboden. Wusste ich auch nicht. Ich bin ja kein Apple-User. Die neuen In-Ears von Apple. Für die iPods halt. Nee, iPods ist ja das Gerät. Ne, die Kopfhörer, ihr wisst, was ich meine. Ich benutze ja die mit Kabel, weil die besser als die von Android sind, weil ich mag die In-Ears nicht, die mit dem Gummi außen rum. Die rutscht ja mal raus. Und die neuen von Apple sind wohl Bluetooth-mäßig und da hat man halt nur noch dieses Stück und ohne Kabel. Ja, und deswegen hat er sich das bestellt, dass ihm die nicht immer runterfallen. Vor allem beim Fahrradfahren oder so. Und dass er dann suchen muss. So fällt dann einer runter und dann hängt da, baumelt da immer noch. Deswegen habe ich das bestellt. Also nicht für mich. Ich kann euch vielleicht später, wenn er mir mal sagt, ob es gut ist oder nicht gut ist, kann ich euch da auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, ist nicht für mich. So, dann habe ich mir hier noch was bestellt. Weil ich ja so Probleme mit meiner Maus in letzter Zeit hatte, habe ich mir von denen, wo ich mir den Controller geholt habe, eine Maus geholt, weil da war Angebot. Also hier steht es auch. Und so eine Maus hat mich schon immer interessiert. Ich muss nur gucken, wo es aufgeht. Ich weiß auch nicht, ob die gut oder ob die schlecht ist. Mich hat der Style nur einfach interessiert. Ich weiß, es ist ein bisschen doof. Ach, hier ist auch CD mit bei. Handbuch und CD. Und die Maus, oh, die ist aus Metall so, ja. Also unten Metall. Und so sieht die aus. Die ist dann halt so komplett offen. Und da bin ich mal gespannt. Ob das, weil das so offen ist, so ein bisschen kälter ist und das ist komplett Metall. Also das ist keine Plastikmaus, das ist alles Metall, was ihr hier seht. Und hier unten. Und die war im Angebot. Ich habe das andere Zeug bestellt und weil ich ja von dem Hersteller schon mal was bestellt habe, wird das ihnen ja immer unten angezeigt. Hier könnte dich vielleicht interessieren oder wenn du bei Amazon rufst, könnte dich interessieren. Und da habe ich jetzt bezahlt. Ich glaube 19 Euro oder so. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt ist, aber da war Angebot. Ich glaube 19 Euro habe ich bezahlt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Einmal so ein Paket mit Kabelklemmen. Das war ein Angebot 2x25 Stück. Also zwei verschiedene Sorten sind das. Ich zeige euch das auch gleich mal. Und für Frauchen oben für ein Antennenkabel und für die Soundanlage und ja, da muss halt so ein bisschen was gemacht werden. Und deswegen habe ich gedacht, naja, der holst du denn die gleich für dich und für Frauchen, weil dann kann ich bei mir hier oben ein bisschen Kabel noch verstecken. Oh, hier ist eine Karte mit bei. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. So eine Karte ist mit bei. Und da ist einmal so ein Ding mit bei. So, das sieht dann halt so aus.
Und das kann man dann halt hier. Wartet, so. Hier so dann zumachen. Und durch den Druck hält es denn irgendwie. Oder man kann es hier durchfädeln, so ja, so. So. Und dann wird es denn hier. Kann ich jetzt nicht machen, weil sonst würde ich den innen verschwenden. Dadurch, dass es denn hier durchkommt, rastet es denn hier ein. Ja. Und da waren aber zwei verschiedene. Das sollen 25 sein? Naja, okay. Muss ich mal nachzählen, ob das wirklich 25 sind. Weil das sieht so wenig aus. Und das sind jetzt solche. Die sind auch, die sind zum Kleben, die ich jetzt euch zeige hier. Und da kann man den Kabel dann von hier oben reinmachen. Und hier seht ihr ja, dass so eine Spange ist. Und das hält das dann fest und dann klebt man das so an der Zierleiste irgendwo lang oder irgendwo unten, wo man es kleben kann, wo es hält. Ich habe mir aber eigentlich diese hier geholt, wegen dem Loch da in der Mitte. Da kann ich auch einen Dübel machen, also kann ich auch durchbohren, weil bei ihr mit Kleben sieht schlecht aus wie bei mir. Und deswegen kann man da ein paar Dübel denn ran und dann, also Schrauben, Dübel und so, und dann hält das schon. Und dann fällt der Kabel nicht auf, dann ist der da hinten irgendwo und auch kindersicher, das Kind dran ziehen kann und nichts passiert, irgendwas da umfällt, runterkommt oder sonst irgendwas dergleichen. Man muss ja da ein bisschen mitdenken. Und ich weiß, wie ich als Kind war, warte, ich versuche gerade mal dazu zu kriegen, ich weiß, wie ich als Kind war. Und wenn der gleiche auf mich zukommt, wie ich als Kind war, Prost Mahlzeit. So. Dann habe ich hier, also hier ist auch noch was, was nicht für mich ist oder nur teilweise für mich ist. Das sind auch nochmal so ein Controller. Sieht man das? So ein Controller-Dinger. Weil ich habe ja meine. Aber hier sind halt auch größere mit bei. Und die, das ist anders als meine, die ich habe. Zeige ich euch auch gleich warum. Die kleinen will ein Kollege haben. Die hat er sich bestellt und ich habe gesagt, wenn er die großen nicht braucht, die würde ich gerne nehmen. Die sind nämlich so ein bisschen nach innen gebeugt, die großen. Und meine nicht, meine sind glatt. Und die haben, sollen wohl ein bisschen besser sein vom Gummi her. Werde ich nachher mal austauschen. Bei meinen Controllern und dann werden wir mal gucken. Ich muss mir sowieso noch einen neuen Controller kaufen, also einmal für meine Tochter einen und einen für mich, beziehungsweise oder nur für meine Tochter einen, denn ich habe meine zwei, ja. Wenn ihre Freundin da ist, dass die dann zusammenspielen können. Weil bis jetzt war es immer so, dass gerade mein Controller in dem Augenblick leer war und in der Ladestation war. So, und dann habe ich mir noch was bestellt. Sieht man das? Für einen PC habe ich mir das bestellt. Auch nur für ein paar Euro. Aber das musste ich unbedingt haben. So. Da ist halt so ein kleiner Kabel mit bei. So ein Klinkenkabel. Und den schließt man hier an. Steht da auch irgendwo Ein- oder Ausgang? Nö. Steht nirgendwo dran. Also einfach irgendwo angeschlossen. Dann kommt das im PC. Und dann habe ich zusätzlich, anstatt ein Ausgang für Kopfhörer oder Boxen, habe ich vier. So viel brauche ich nicht, aber kleiner gab es das nicht. Weil bei mir ist das Problem, mein Kopfhörer mache ich auf dem PC, habe ich dieses Stellding von der Logitech-Box. Also von den Logitech-Boxen, von dem 2.1-System. Da ist aber das Problem, wenn ich da den Kopfhörer so reinmache, da muss ich extrem weit aufdrehen, damit der gleiche Ton bei mir auf den Kopfhörer ankommt, wie vorher bei den Lautsprechern. Und dann vergesse ich das manchmal, ziehe raus und läuft gerade ein Video oder ich gucke mir danach ein Video an, auf einmal und da platzt mir die Ohren. Und deswegen mache ich das jetzt ran, hinten am PC. Dann kommt hier die Logitech, da das Logitech-Ding ran und hier einfach Kopfhörer. An den Kopfhörer hänge ich dann, ich habe hier hinten schon so einen Haken, hänge ich dann an Haken und dann ist der halt die ganze Zeit an, ist egal. Leck Arsch, aber müsste dann rein theoretisch die gleiche Lautstärke haben wie die Boxen und ich brauche dann keine Angst mehr haben, dass ich da irgendwie ja, die Nachbarschaft beschalle aus Versehen oder was weiß ich.
Deswegen habe ich mir das alles geholt. War nur Pfennigbeträge. Also nur so ein bisschen Kleinzeug, was man halt gerade so braucht. Und Maus halt, weil mich die interessiert hat, wegen dem kompletten Metall und so. Und weil meine gerade total rumspackt. Jetzt geht sie wieder nach dem Wiederherstellen des PCs. Geht's wieder. Aber irgendwie war, ich weiß nicht, was da war. Ich konnte auch kein Software-Update machen, also, oder Software allgemein installieren. Hat er mir gesagt, Fehler. Oder hat sich mittendrin aufgehangen. Jetzt geht's erstmal wieder. So, jetzt mache ich gleich ein Video zu diesem Lüfter. Den Link werde ich euch auch mal hier in die Videobeschreibung mitklappen. Also zu allen Sachen packe ich euch die Links unten in die Videobeschreibung. Zu dem packe ich euch auch den Link rein. Ich mache da aber ein separates Video zu. Ich denke mal, weil es viele interessieren würde. Und bei Odimer Shoppen offiziell, da kommt es dann, würde es ein bisschen untergehen vielleicht. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Vergesst nicht, die Bimmelglocke zu drücken, dass ihr mal benachrichtigt werdet. Gleich machen wir hier noch das Unboxing und das Hardware-Video dazu. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.